Am 21. Oktober geht es in PUBG mit Season 9 weiter. Aber vorher werfen wir nochmal einen Blick auf Season 8 in PUBG Deutschland. Mit Patch 8.1 hieß es Vorhang auf für das neue Sanok. Und vom Bootcamp bis zu neuen Brücken am Fluss hat sich einiges in der Landschaft geändert. Außerdem wurden der Beutelaster und der Gleiter der Map hinzugefügt. Mit Patch 8.2 gab es das neue MG3 und die Täuschgranate. Auf Erangel wurden neue Docks angebaut, die dann mit Patch 8.3 für neue Fähren zwischen Sosnovka und Erangel in Betrieb genommen wurden. Aber wie hat euch das Ganze gefallen? Wir haben in den sozialen Medien die Fühler ausgestreckt und euch auf Facebook und Twitter nach eurer Meinung gefragt. Wie Candy im Ranglistenmodus war für viele gewöhnungsbedürftig, wie auch die neuen Schritt- und Waffensounds. Letztere wurden auch mit 8.3 aufgrund eures Feedbacks noch einmal geändert, sodass die M416 angenehmer und die K98 leiser klingt. Am besten gefallen haben euch diese Season eindeutig das neue Sanok, das Hinzufügen des MG3 und die Fähren auf Erangel. Wenn ihr euer Feedback über neue Features mit uns teilen wollt, denkt daran, uns auf Social Media zu folgen und an den wöchentlichen Abstimmungen und mehr teilzunehmen. Dort findet ihr auch News, wenn unsere deutschen PUBG-Partner Events veranstalten. Die haben sich diese Season nämlich auch ganz schön ins Zeug gelegt. Beispielsweise beim Fragstar Showdown Anfang August. Dort ging es rund, als allerlei deutsche Streamer gegeneinander angetreten sind. Gewonnen hat hier der Squad aus Cardman, Giftmischer, Niveaulos und Hoffi. Im September gab es dann Hackerjacks 2v2 Devisen PUBG Bash, bei dem Lipsia und Footfoot ordentlich abgestaubt haben. Einen immerhin zweiten Platz konnte unser Partner First Lady sich hier sichern. Die regelmäßig und sonst in eher kleinem Rahmen gehaltene PUBG Party von unserem Caster Gideon Dari ist diese Season auf der Twitch Frontpage gelandet und richtig durch die Decke gegangen. Apropos durch die Decke gegangen. Pro-Spieler und Partner It's Chris, der schon bei G2 und im PUBG Nations Cup in Seoul die Fahne für Deutschland hochgehalten hat, wurde es im Solospielen etwas zu heiß. Also hat er sich vor der PUBG Continental Series noch ein paar Runden im Dream Team mit Hand of Blood zusammen aufgewärmt. Das hat dann tatsächlich so gut geklappt, dass sein Team Shift W beim PCS-Finale den vierten Platz abgeräumt hat. Starke Leistung. Aber auch auf nationaler Ebene gab es diesen Sommer viel Action in der PUBG-Dach-Sommermeisterschaft von Being Esports. Nach zwei Monaten Ligaphase von Juli bis September konnte am Ende Shift W mit einem Lineup aus It's Chris, Brexco, Kiljakai und Zocker die Krone und den Löwenanteil des Preisgelds mit nach Hause nehmen. Glückwunsch dazu! Falls ihr keine Hardcore-E-Sportler seid, aber dennoch etwas gewinnen wollt, am 12. und 13. Oktober finden die Qualifier für unser PUBG Dschungelcamp 2020 statt. Die besten drei Squads erhalten von PUBG jeweils 4 NVIDIA RTX 2060 Grafikkarten und den besten zwei Squads winkt noch ein kleines Preisgeld obendrauf. Alle Infos zum PUBG Dschungelcamp 2020 sowie alle anderen Events und Gewinnspiele findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Also vergesst nicht, uns zu folgen und zu abonnieren. Season 9, brodelt schon unter der Oberfläche. Aber zuerst wollen wir noch einmal von euch wissen, wie ihr Season 8 fandet. Und welche Season hat euch eigentlich bisher am besten gefallen? Ab in die Kommentare, wir lesen uns.